So, wie gesagt, solange er vernünftig mitzockt, ist es okay. Also die Party muss ich jetzt nicht haben, muss ich sagen. Ja, ich bin, die bleibt doch unter uns, oder nicht? Ja. Oder wollten unbedingt mit dabei haben? Nö. Okay. Bitte? Ich weiß nicht, wie es bei Yvonne aussieht. Muss nicht unbedingt so enden. Ich denke mal, wir bleiben schön unter uns und wenn wir dann So immer sind mal alle noch. dir wirklich nur Nervenzusammenbruch. Und wenn wir dann irgendwann mal einen Gastspieler von uns mit dabei haben, sei es Sven, sei es Enrico, sei es Max oder sonst irgendwem. Holen wir die sowieso mit Da in. drin, ernsthaft. Dann holen wir sie mit in die Party, aber. Das kann ja wieder schlimm werden. Oh. Von vier Rädern überschießen auf zwei. Ich habe ja voll. Moment, das ist eine Rampe auf Fahrrädern? Oder ne, Zahnrädern ist es, ne? Doch. Kannst dich übrigens bei Yvonne für bedanken, ne? Hä? Für das Ding hier. Hat die das erstellt oder was? Nö. Guck mal, da ist jemand abgesprungen. Aber Yvonne hat mal im Scherz gesagt gehabt, zum Glück muss man doch bei sowas nicht mit dem Fahrrad runter. Und da habe ich die Idee gehabt, sowas zu bauen. Ach, das ist deine. Ja, das ist eine von meinen, das ist meine Mega-Rampe, meine Ja, erste. okay, da habe ich jetzt nicht gesehen, dass bei dem, wenn er erstellt hat, das muss ich sagen, aber. Ja, mal schauen. Bin da, wer noch? Dim, 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 dim. Du komm noch raus dabei. Du hechelst hier runter. Wobei ich glaube, hier auf der Rampe wäre wahrscheinlich das Rennrad das Beste gewesen. So, ich überhole gleich Baby wieder. Schieb ihn einfach raus, Baby, das passt schon. Ich glaube, hier Ich hab noch der. mal. Unser Gaststarter, der ist, glaube ich, eben auch. Leben ja quasi abgebogen einmal. Ich habe noch mal geklingelt, als ich an Nivon vorbei bin. Wie fährt ihr denn so schnell? Mit X. Ich drück die ganze Zeit X, ich bin trotzdem zu schnell. Ja, du musst immer tippen, dann macht er schnell radeln. Ja. Am Anfang habe ich vor dem ersten Point Katze, glaube ich, ja, laufen lassen, halt, mehr oder weniger. Aber Ja. ich Im lasse gewissen immer. Alter kann man es auch einfach laufen lassen, ja. Praktisch muss ich mich nicht bewegen. Kann ich durchzocken. Oh, ich habe kaum noch Energie. Ich habe echt keine Energie mehr. Ja, weil du einen neuen Charakter hast, du hast deine Ausdauer noch nicht ausgebaut. Ja. Mich graut schon wieder, dass ich gleich da hoch muss. Mann, jetzt ist da. Alter, was ist das für ein Scheiß? Das Auto steht quasi auf einmal auf der linken Seite. Das ist der neue, der Gast vor uns. Ich hänge mich mal in seinen Windschatten jetzt. Oh, Alter.
Mal gucken, wie lange er jetzt noch da vorne bleibt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Aber du hast, gut, es geht wahrscheinlich jetzt runter ganz toll und dann direkt da vorne. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Mich hat's gerade ziemlich böse. Regenbogenschrecke. Mich hat's gerade ziemlich böse ausgehebelt. Es läuft die Mario Kart Regenbogenstrecke, es fliegt so rum und so hoch am Anfang. Ja, ja. Hui. Hallo Markus! Lawine gesehen, ne? Das ist Kev hinter mir. Ach, das ist Kevin! Ich bin das. Das heiße pinke Auto bin ich. Außerdem, was hinter mir, Yvonne? Ich bitte dich. I can breathe, I can fly. War nur ein kurzes Vergnügen. Bist du mal kurz über mich rüber geflogen? Alter! Ich bin! Ich komm! Nein! Ich komm mal kuscheln bei euch da. Ich hab's geschafft, ich bin perfekt auf der Straße gelandet. Ich war übel schnell, ich war direkt hinter euch und dann kommt diese scheiß Bremsdinge. Das kommt aber immer so unerwartet. Ich muss den Typen da vorne mal holen, das ist das Problem. Der muss mal einen Fehler machen. Boah, Alter, diese scheiß Dinger da, ey. Vor allem, what the fuck, das geht da wieder hoch und dann wieder zurück, oder was? Ah, ich glaube, er hat einen Fehler. Oder hat er einen Fehler gemacht? Was denn? Ja, nur jetzt stell dir mal vor, du würdest hier ohne die Dinger weiterfahren, wie du dann fliegen würdest. Könntest dieses Ding egal. Er sagt mir jetzt gerade falsche Richtung, aber ich glaube, das hat wieder mit dem. Ja, weil der Checkpoint dann auf der anderen Seite ist. Ja, ja, ich dachte es mir auch gerade schon. Oh nein, du kommst da gar nicht. Hä? Oh, ernsthaft, ich bin so weit. What the fuck, wie weit fährst du zurück? Ich bin bis wieder auf das Bremsding gefallen. Und ich war schon in der Kurve oder oben. Du bist übrigens weit zurückgesetzt, auf jeden Fall. Ja. Musste ich ja, weil sonst hast du ja überhaupt keinen Sprung, um das überhaupt schaffen zu können. Und du bist gleich wieder weggeflogen. Ja, mich hat's aber auch wieder raus. Das Problem, wenn du zu weit nach links fährst, dann rutschst du links raus und wenn du weiter rechts fährst, hast du keine Chance. Baby, das Graue ist die Strecke. Ich hab mir was vor. Ja, im zweiten Anlauf könnte ich schaffen. Oh nein! Oh. Hat's mich rausgedreht. Mist. Der Kumpel hier von Dings hat es geschafft. Nein! Mann! Ich hätte es auch geschafft, ich war schon durch hier oben.
Ja, mich hat es dann auch nach der Kurve hat's mich gedreht. Okay, es klappt nicht so ganz, wie ich das mir vorstellte. Auch ernsthaft. Yes. Das... Was? Ich hab die Kurve geschafft, bin direkt noch raus, ey. Mobbing! Du hättest, du könntest das Ding eigentlich mit genug Speed abkürzen, ne? Weil du könntest eigentlich auf die andere Seite springen. Kannst ja versuchen. Hab ich gerade. Es war nicht. Es hat sich viel gefehlt zum Dings. Zur Straße. Weil du auch bei den Mario Kart-Teil bei der Regenbogenstrecke abkürzen kannst. Nein, ich bin rum gewesen und dann kommst du, rutscht der mir da auch links weg. Jetzt schon wieder, ey, das. An derselben Stelle, ey. Ja, es war mein erster Versuch an so einer Mega-Rampe. Nein! Ich hab dich als Kette gefallen, wäre ich rübergefallen. Der hat's beendet, der Sack. Der lässt uns irgendwie alt aussehen. Der hat eben das Deathmatch auch schon gewonnen, die Runde vorher. Du kannst aber fast automatisch, du kannst bremsen wie du willst, das Ding beschleunigt dann ja nochmal runter, damit du dann quasi doch nochmal neben die Strecke fährst. Ja, der macht uns gerade so ein bisschen nass. Raus mit der Viecher! Oh, ich hab's geschafft, bin in die Kurve rum. No, ich hab's geschafft! Und jetzt, pff, nein, doch nicht. Frage ist, wie weit ist denn das? Ach, das, das ist gerade jetzt die Hälfte gewesen. Alter, wie soll man das denn schaffen? Also, du kriegst echt 0 Punkte wegen sowas. Weil ihr Säcke schon am Ziel seid. Ich hab's jetzt gerade erst geschaffen. Liebe Ende, ja. Ernsthaft? Deswegen kriegst du 0 Punkte. Jo, tatsächlich. Na, je nachdem, wie lange wie der Typ macht, eventuell kann man sogar noch die Playlist beenden, Markus zu dritt. Mehr oder weniger wie beide und der, ne? Muss mal gucken dann. Ne?